Ja, Sie hören mich, ne? Ja, bestens. Vielleicht mal kurz vorweg noch die Frage, wer von Ihnen war schon auf Kreuzfahrt? Wer von Ihnen war schon im Mittelmeer auf Kreuzfahrt? Wunderbar, dann fallen Sie mir ins Wort, wenn ich was Falsches erzähle oder ergänzen was, wenn Sie was Spannendes dazu haben. Und bitte jederzeit, wenn Sie Fragen haben, gerne auch zwischenrein. Ich bin ja da, damit Sie das erfahren, was Sie wissen möchten. Also melden Sie sich einfach, sagen Sie Bescheid, wenn Sie Fragen haben. Mittelmeer, was stellt man sich unter dem Mittelmeer klassisch vor, wenn man mit dem Kreuzfahrtschiff noch nie da war? So ein bisschen Rimini, Strand, Sonnenschirme, die einen Haufen Geld kosten. Das ist die Art von Mittelmeer, die Sie garantiert vom Kreuzfahrtschiff aus nicht erleben werden. Sondern Sie erleben das Mittelmeer als, wie ich finde, das Abwechslungs- oder eins der abwechslungsreichsten Kreuzfahrtfahrgebiete überhaupt. Vor allem mit dem schönen großen Vorteil, dass es sehr nahe an Deutschland ist. Sie kommen, wenn Sie gerade hier im süddeutschen Raum in München leben, können Sie auch mit dem Auto bis zum Abfahrtshafen der Schiffe fahren. Das heißt, es ist sehr nahe und Sie haben tatsächlich sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Ich versuche Ihnen einfach mit ein paar Beispielen, weil alles kann ich natürlich nicht abhandeln in der halben Stunde, mit ein paar Beispielen Ideen zu geben, zu zeigen, wie vielfältig das Mittelmeer ist. Und ja, wir blättern einfach so ein bisschen durch schöne Bilder, Valletta, werde ich nachher noch genauer drauf kommen. Sie haben 2015 1,7 Millionen Deutsche auf Kreuzfahrt gehabt. Unglaublich viel. Davon sind tatsächlich 560.000 im Mittelmeer gewesen. Also ganz schön viele Deutsche, die das Mittelmeer mögen. Und es ist tatsächlich mit 32% von allen Kreuzfahrern auch das beliebteste Fahrgebiet für Deutsche. Wenn Sie ins Mittelmeer fahren, haben Sie vor allem die Qual der Wahl eigentlich mal zwischen zwei grundsätzlichen Entscheidungen. Fahren Sie die westliche Route oder fahren Sie auf der östlichen Seite Adria bis nach Griechenland runter, weil nur ganz wenige Kreuzfahrten tatsächlich beide Gebiete während einer Reise abfeiern. Das stelle ich Ihnen nachher noch genauer vor, die beiden verschiedenen Gebiete, auch die verschiedenen Charakteristika. Das unterscheidet sich nämlich tatsächlich nicht so ganz unerheblich. Welche ist die beste Jahreszeit fürs Mittelmeer? Kann man so eigentlich gar nicht sagen. Im Mittelmeer können Sie nämlich tatsächlich, wir haben es gerade bei den Seychellen schon gehabt, Ganzjahresfahrgebiet. Im Mittelmeer ist es jetzt nicht das ganze Jahr durchgehend so schön warm wie auf den Seychellen, aber Sie haben tatsächlich im gesamten Jahr, auch im Winter, im Mittelmeer Kreuzfahrten. Und das sehr Angenehme ist vor allem im Winter, da ist es zwar nicht so warm, aber Sie haben dafür auch weniger Schiffe, weniger Touristen. Das heißt, Sie können vor allem auch die großen Städte wesentlich individueller erleben, wohingegen der Sommer tendenziell natürlich voller ist. Da sind sehr, sehr viele Schiffe in allen Fahrgebieten. Sie sind manchmal in Häfen, wie wir kommen auf Dubrovnik später noch, die tatsächlich so ein bisschen aus allen Nähten platzen in den Hauptreisezeiten. Ich mache da mal eine kleine Pause. Auf Englisch, das weiß ich schon. Und das Schöne im Sommer ist natürlich, ist es warm. Klar, man kann baden, man kann Sonnenbaden, man kann die Wärme genießen. Machen wir es dann schon fast ein bisschen zu heiß, wenn man zu weit in den Süden runterkommt. Neapel kann im Sommer schon richtig, richtig anstrengend werden. Aber da habe ich nachher für Sie auch noch einen Tipp, wie Sie Neapel auch im Sommer genießen können, ohne zu zerfließen. Vielleicht ein Thema ganz am Anfang angesprochen und dann abgehakt. Das ist der ganz Südosten des Mittelmeers. Das ist zurzeit leider ein sehr problematisches Fahrgebiet oder anders gesagt, es fahren dieses Jahr nahezu keine Kreuzfahrtschiffe mehr in die Türkei. Alle großen Reedereien haben ihre Türkei-Anläufe komplett abgesagt. Ursache sicher die Anschläge, die in Istanbul waren und das damit einhergehende Unwohlsein tatsächlich der Passagiere. Die Reederei haben ganz viele Umbuchungsanfragen gehabt, die Leute wollen dort nicht mehr hin. AIDA hat zum Beispiel ein komplettes Schiff, das in Istanbul stationiert war, abgezogen und nach Palma de Mallorca verlegt. Also über den Teil des Mittelmeers spreche ich jetzt heute nicht, weil auf absehbarer Zeit werden Sie tatsächlich dort mit dem Kreuzfahrtschiff eigentlich nicht hinkommen. Was sehr, sehr schade ist, weil Istanbul an und für sich, nicht nur Istanbul, sondern auch Türkei von Izmir aus, Antalya, der antike Hafen, eigentlich ein wunderschönes Fahrgebiet ist, aber leider im Moment ausfällt. Da kann man nur hoffen, dass es vielleicht die Lage sich beruhigt und man nächstes Jahr da wieder hinfahren kann. Bis jetzt haben die Reedereien zumindest für nächstes Jahr
die Fahrtregion noch nicht abgesagt. Da kann man also noch ein bisschen warten. Wenn Sie spekulieren wollen, wahrscheinlich sind die Reisen nächstes Jahr mit türkischen Häfen relativ günstig. Da können Sie jetzt buchen, wenn Sie das Risiko eingehen wollen, dass die Route möglicherweise geändert wird. Vielleicht haben Sie Glück und kriegen tatsächlich eine relativ günstige Kreuzfahrt im Moment, die Istanbul noch mit auf der Route hat. Und wenn Sie ganz viel Glück haben, findet es tatsächlich statt. Ja, schauen wir mal aufs westliche Mittelmeer. Die Trennung, ich weiß nicht, ob Sie das hellblau, dunkelblau, doch kann man halbwegs erkennen. Die Trennung läuft so ein bisschen südlich von Sizilien, quer durch Valletta durch, durch Malta. Malta ist so ein bisschen die Insel, von wo aus man tendenziell in beide Fahrgebiete fahren kann. Wobei hauptsächlich TUI Cruises tatsächlich ihre Schiffe in Malta stationiert und von dort aus fährt. Das heißt, TUI Cruises fährt tatsächlich mit manchen Schiffen auch abwechselnd von Malta zum Beispiel in die Adria rein und dann ins westliche Mittelmeer. Da können Sie also zum Beispiel auch zwei Kreuzfahrten hintereinander kombinieren und dann in der ersten Woche das östliche, in der zweiten Woche das westliche Mittelmeer machen. Ansonsten sind, wie gesagt, die Fahrgebiete etwas getrennt, aber in beiden Gebieten ist Malta oft auch auf der Fahrtroute mit enthalten. Der Hauptcharakter des westlichen Mittelmeers, wobei es natürlich wie immer Ausnahmen gibt, der Hauptcharakter des westlichen Mittelmeers sind etwas längere Fahrstrecken zwischen den Orten und vor allem eher größere Städte. Sie haben also, der wichtigste Abfahrtshafen im westlichen Mittelmeer ist Barcelona. Das ist eigentlich was sehr Praktisches, weil sie dort sehr, sehr gute Flugverbindungen hin haben. Also eigentlich von nahezu jeder deutschen Stadt und von München ohnehin Direktverbindungen nach Barcelona. Von München fliegt sogar die Billig-Airline von Iberia, die Vueling, dieser Name, den man so schwer aussprechen kann, sehr, sehr günstig nach Barcelona. Das heißt insofern, das westliche Mittelmeer tatsächlich ein idealer Abfahrtshafen, auch weil vom Flughafen zum Hafen alles recht nahe ist und Barcelona selber ohnehin ein Besuch wert ist. Da würde ich Ihnen auch immer empfehlen, eine Verlängerungsnacht davor oder danach zu machen, weil die Stadt als solche man auch unbedingt sehen muss, was sonst ein bisschen schwierig ist, wenn man dort mit dem Schiff startet. Ansonsten haben Sie natürlich auch sehr viele schöne Kleinode im westlichen Mittelmeer. Ich bin vorhin so ein bisschen schnell drüber gegangen. Das hier, die Liparischen Inseln. Wirklich anlegen oder vor Anker gehen tun dort große Kreuzfahrtschiffe natürlich nicht. Ich glaube, die Europa 2, so ganz kleine Schiffe gehen dort tatsächlich immer an Land. Aber wenn Sie mit großen Schiffen Richtung Süden fahren, Richtung Sizilien fahren, kommen Sie da vorbei. Und vor allem der große Berg, der große Vulkan hier in der Mitte, der Stromboli. Sie sehen immer eine schöne Rauchwolke oben drüber. Wenn Sie das Glück haben, in der Nacht vorbeifahren, sehen Sie vielleicht sogar ein bisschen Lava oder ein paar Lavaspritzer oben raus. Sehr, sehr schöne. Also da gibt es ein paar wunderschöne Sachen im westlichen Mittelmeer. Auch Portofino, einer der Häfen, wo zwar nur kleine Schiffe hinfahren, wo es sich aber auch absolut lohnt, wenn Sie so kleine Orte mögen. Das aber fürs westliche Mittelmeer eher untypisch. Sie haben das im westlichen Mittelmeer eher die großen Städte. Deswegen so mein Tipp auch so ein bisschen wäre für Kreuzfahrtanfänger, fahren Sie vielleicht eher im östlichen Mittelmeer auf Ihrer ersten Reise. Ist nämlich einfach weniger anstrengend. Wenn Sie im westlichen Mittelmeer in Barcelona losfahren, dann ist der erste Hafen Marseille, 6 Stunden Tagesausflug. Dann fahren Sie nach Livorno weiter und fahren dort mit dem Bus nach Florenz oder nach Pisa. Am nächsten Tag sind Sie in Civitavecchia und fahren nach Rom rein, 2 Stunden. Also Sie haben da ein Dauerfeuer von großen Städten. Das ist was sehr Anstrengendes. Eher was für erfahrene Kreuzfahrer, die dann dazu neigen, auch mal so einen Hafen an Bord zu bleiben und in Ruhe zu genießen. Also als Anfänger vielleicht eher das etwas gemächlichere östliche Mittelmeer. Ich habe Barcelona genannt, aber Sie haben im östlichen Mittelmeer noch ein paar mehr Zusteigehäfen. Palma de Mallorca ist relativ beliebt, MSC Costa Aida fahren von dort ab. Civitavecchia, also der Hafen von Rom, würde ich persönlich weniger empfehlen, auch wenn dort viele Kreuzfahrten starten, einfach weil der Transfer vom Flughafen von Rom, vom Flughafen nach Rom, nach Civitavecchia recht lang, recht aufwendig ist und damit dann auch teuer ist. Also Sie sind da, wenn Sie mit der Reederei einen Transfer buchen, unter Umständen gerne mal so 80, 100 Euro los, nur dafür, dass Sie One-Way zum Hafen gebracht werden. Insofern ist der Barcelona aus meiner Sicht immer so ein bisschen geschickter. MSC fährt von Genua und Marseille. Genua, ganz interessant, von München aus, da gibt es Direktflüge mit der Air Dolomiti hin, ansonsten auch gut mit dem Auto erreichbar. Costa fährt von Savona, das ist ganz nah bei Genua, auch dort können Sie mit dem Auto hinfahren. Für all die, die ungern fliegen oder gerade wenn man in Familie unterwegs ist, wo Fliegen einfach auch ziemlich teuer ist. Ich habe Ihnen 2 Beispiele aus dem westlichen Mittelmeer mitgebracht. Nur um so ein bisschen die Vielfalt zu zeigen und auch ein paar Tipps zu geben, wie man ein bisschen ungewöhnlichere Landausflüge machen kann, an die man vielleicht nicht sofort denkt.
Hier sind wir im Costa-Schiff, ich bin mir nicht ganz sicher, welches es war, in Korsika. Auch TUI Cruises fährt relativ häufig Ajaccio auf Korsika an. Ist für sich genommen eine sehr hübsche, kleine, alte Stadt mit einem tollen Markt, wo man wunderbar Eselswurst, herrlichen Honig, solche Dinge einkaufen kann. Was ich aber besonders spannend finde, nicht nur auf Korsika, aber dort will ich es Ihnen als Beispiel zeigen, sind die alte Festung dort, sind Fahrradausflüge. Sie können sowohl AIDA als auch TUI Cruises und noch ein paar andere Reedereien in geringerem Umfang haben Fahrräder an Bord. Die ganz bequem oder die nicht mehr ganz so gut mit der Kraft beieinander sind, gibt es auch E-Bikes, mit denen man wunderbare Ausflüge machen kann. Und ich persönlich finde das eine ganz, ganz tolle Sache, vom Schiff runterzukommen, das ist ja doch, ja, wo man so ein bisschen, ich möchte nicht sagen eingesperrt, weil Schiffe sind natürlich sehr groß, man hat sehr viel Platz, aber man kommt dann im Hafen aus dem Schiff raus und ist auf so einem Fahrrad einfach sehr, sehr frei. Man kann entweder geführte Ausflüge natürlich machen oder sogar individuell, wenn Fahrräder zum Ausleihen zur Verfügung stehen. Aber das finde ich immer eine sehr, sehr schöne Geschichte, weil man sehr individuell erkundet. Man einfach unterwegs auch mal einen Stopp machen kann, hier am Strand sich für eine halbe Stunde hinlegen kann, ein Stück weiterfahren kann. Wie gesagt, das ist so ungefähr eine Stunde mit dem Fahrrad von Ajaccio in gemütlichem Tempo weggefahren. Dieser wunderschöne Leuchtturm, der da ist. Also landschaftlich sehr, sehr schön, immer an der Küstenstraße entlang. Und wie gesagt, das nicht nur auf Korsika, sondern sehr, sehr empfehlenswert in ganz vielen anderen Häfen auch. Wer es unbedingt sportlich haben will, kann natürlich auch die harte Tour buchen. Auch das bieten die Reedereien an. Da fahren sie dann aus der Stadt Ajaccio raus und direkt dahinter biegen sie dann, statt an der Uferstraße entlang zu fahren, einmal scharf rechts ab und dann geht es so richtig in die Berge hoch. Das würde ich nur jemandem empfehlen, der richtig gut im Training ist. Macht aber auch sehr viel Spaß. Also Fahrrad, so ein bisschen Geheimtipp. Wenn Sie es machen wollen, übrigens, das vielleicht als wichtigster Tipp, wenn Sie an Bord gehen, das Erste, was Sie tun, ist sofort den Fahrradausflug buchen. Die sind nämlich wahnsinnig begehrt. Wenn Sie da am dritten Tag sich überlegen, ich würde gerne Fahrrad fahren, können Sie es vergessen, weil innerhalb von ein paar Stunden nach Einschiffung sind die Fahrradtouren tatsächlich immer komplett ausgebucht. Kann man auch nicht vorher reservieren. Mein zweites Beispiel aus dem westlichen Mittelmeer. Wir fahren nach Neapel. Ich glaube, Goethe war es, der gesagt hat, nach Neapel fahren und dann sterben. Oder einmal Neapel sehen, dann kann man sterben. So drastisch würde ich das nicht sehen. Ich würde gerne danach noch weiterleben und noch ein bisschen mehr schöne Sachen sehen. Aber Neapel ist natürlich tatsächlich im westlichen Mittelmeer eins der absoluten Highlight-Häfen und eins von den Häfen, wo man eigentlich... Ja, da muss man mehrmals hin, weil man kann in Neapel so viel machen. Man kann mit der Fähre nach Ischia fahren, natürlich nach Capri fahren. An Land bietet sich an, nach Pompeji zu fahren. Wobei mein persönlicher Geheimtipp da eher das Herculaneum ist, auch eine römische Ausgrabung, die etwas kleiner ist. Gerade wenn man mit Kindern unterwegs ist, ist das weniger stressig. Und ist tatsächlich, ich persönlich finde es an manchen Stellen sogar spannender und schöner als Pompeji, weil es nicht so weitläufig ist dafür, aber tatsächlich alte Villen komplett erhalten sind, durch die man reingeht. Und nicht nur sagt, die Mauer war mal eine Villa, sondern man geht wirklich in die Villa rein. Man kommt in den Innenhof, da ist noch der Brunnen erhalten. Also man kann sich tatsächlich in Herculaneum die Stadt besser vorstellen als in Pompeji. Und wie gesagt, gerade mit Kindern spannend. Das nur am Rande eigentlich. Die Stadt selber in Neapel ist spannend und das, was wir hier sehen, natürlich der Vesuv, wenn Sie Glück haben und es sind nicht zu viele Wolken. Leider ist der Vesuv oft von Wolken eingehüllt. Hier habe ich mal Glück gehabt, dass wir in der Früh rangefahren sind, komplett ohne Wolken. Noch schöner ist es am Abend beim Rausfahren, beim Sonnenuntergang. Da geht Ihnen wirklich dann so hier etwa da hinten ein Stück weiter rechts die Sonne im Meer unter. Das ist sehr, sehr faszinierend. Aber ich habe Ihnen ja gesagt, ich will Ihnen so ein paar Anregungen geben, ungewöhnlichere Tipps für Ausflüge, auf die man nicht im ersten Moment kommt. Vielleicht haben Sie es schon mal gesehen, aber ich war oft in Neapel, ohne es jemals wahrzunehmen. Neapel hat eine ganz große unterirdische Welt, Napoli Sotterranea. Das sind alte römische Zisternen, die tatsächlich im Fels unterhalb von Neapel liegen. Und die kann man runtersteigen. Im Zweiten Weltkrieg sind die so ein bisschen als Schutzbunker für die Bevölkerung, für die Partisanen auch mitbenutzt worden. Da gibt es ein kleines Museum aus der Zeit. Aber das, was ich persönlich spannender finde, ist tatsächlich die Geschichte als Zisternen aus der Römerzeit. Und da kann man runtersteigen. Ja, das ist so eine Treppe. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie tief es da runtergeht. Ich glaube, so 20, 30 Meter unter die Erde. Und dann steigen sie da runter.
und dann kriegst du da unten die Kerze in die Hand gedrückt. Weil elektrisches Licht ist nämlich nur in einem kleinen Teil von Sotaganeia tatsächlich verfügbar. Und dann laufen sie durch, ja, zum Teil durch also zum Teil so große Dome, die beinahe so hoch sind wie hier, wo man sich also früher mit Wasser gefüllt wäre als Zistern. Heutzutage ist es trockengelegt und ich habe auch mal nachgefragt, die laufen auch bei Flut, bei starken Regenfällen nicht wirklich voll. Aber man hört im Hintergrund immer so ein bisschen Wasser noch plätschern. Und gibt aber auch in ganz, ganz schmale Stellen, wo sie tatsächlich, die schmaler sind als Schulter. Sie können so nicht mehr durchlaufen. Sie müssen ihre Kerze voraus, dann so ein bisschen durch die Felsen sich durchdrücken. Sind nach oben allerdings sehr hoch. Also ganz, ganz faszinierend, wer keine Platzangst hat. Mit Platzangst würde ich es eher nicht empfehlen. Sie können weiter vorne in den Turm warten, aber dann verpassen Sie den schönsten Teil. Aber das ist vielleicht so ein Tipp als Ausflug in Neapel, wenn Sie schon dreimal da waren und überlegen, was mache ich diesmal da? Fahre ich zum dritten Mal nach Capri oder suche ich mir was Neues? Das ist was wirklich Besonderes. Und für all die, die vielleicht im Sommer, im Juli dahin fahren und es hat 35 Grad und die Luft steht in Neapel und die Luft riecht dann in Neapel manchmal auch nicht mehr so gut, wenn kein Wind weht und sie wollen aus der Hitze fliehen, auch dafür ein toller Tipp, weil da ist es nämlich nicht so wirklich warm. Sprich, sie haben da unten durchaus mal nur so 18, 19 Grad. Sehr, sehr erfrischend im Sommer. Ja, schwenken wir über ins östliche Mittelmeer, dass wir den zweiten Teil, ich liege gut in der Zeit, dass wir den zweiten Teil des Mittelmeers auch noch ein bisschen besprechen. Und ich habe vorhin schon gesagt, das westliche Mittelmeer ist eher typisch für größere Städte, für Städtereisen. Im östlichen Mittelmeer haben sie eher kleinere Städte, sie haben sehr viele kleine Inseln. Sie haben zum Beispiel hier oben bei Kotor, ungefähr hier liegt das, den einzigen Fjord im Mittelmeer. Also Sie wussten vielleicht noch nicht, dass es im Mittelmeer Fjorde gibt. Doch, das gibt es. Und der von Kotor ist sogar besonders schön. Da kommt, wenn es nicht so warm wäre, so ein bisschen Norwegen-Feeling auf, wenn Sie dahinter fahren. Ganz, ganz schöne Ecke. Aber natürlich ist im östlichen Mittelmeer vor allem diese Inselwelt und Griechenland, vorhin schon erwähnt, natürlich auch Türkei, diese Inselwelt hier rum, was Wunderschönes und prägt so ein bisschen mehr den Charakter des östlichen Mittelmeers als die großen Städte im westlichen. Ich habe gerade versehentlich schon ein bisschen zu weit geblättert, Venedig. Das ist natürlich der Traumhafen schlechthin, nicht nur im östlichen Mittelmeer, sondern es ist mein persönlicher absolut Lieblingshafen auf der ganzen Welt. Ich finde, es gibt keine schönere Hafenein- und Ausfahrt als nach Venedig. Sie fahren nämlich tatsächlich mit dem Schiff durch die gesamte Lagune durch und dann hier, sie kommen von hier und fahren dann den ganzen Bogen hier am Dogenpalast, am Markusplatz vorbei, bis ganz hier hinter. Da hinten, hinter den letzten Kirchtürmen, ist dann der Kreuzfahrthafen. Erfreulicherweise auch so nah an der Stadt dran, dass Sie etwa eine halbe Stunde zu Fuß in die Innenstadt brauchen. Sie hatten eine Frage? Ja, die Dame fragt, es gibt Gerüchte, dass die großen Schiffe dort nicht mehr lange hinfahren dürfen. Das ist richtig. Es gibt Bestrebungen, die großen Schiffe zu verbannen. Das Gesetz gab es. Das Gesetz ist vom obersten italienischen Gerichtshof wieder gekippt worden. Nach wie vor ist aber tatsächlich in Diskussion, beziehungsweise in Planung, außerhalb von Venedig, beziehungsweise ein Stück weiter hier hinten am Festland, wo Sie die Industrieschlote sehen, ziemlich genau da liegt die Industriestadt Marghera, da ist auch eine große Werft, möglicherweise dort einen neuen Kreuzfahrthafen zu bauen. Ohne jetzt irgendwie diskriminierend wirken zu wollen, wenn Sie wissen, wie schnell italienische Bürokratie arbeitet, würde ich sagen, es hat noch ein paar Jahre Zeit, bis das passieren wird, mindestens. Ja. Insofern, aber ja, natürlich, ich glaube, in 10 Jahren werden Sie hier wahrscheinlich mit dem großen Kreuzfahrtschiff nicht mehr reinfahren. Dann müssen Sie auf kleinere Kreuzfahrtschiffe umsteigen, weil das Gesetz bezieht sich tatsächlich auf die ganz großen, auf die 2.000, 3.000, 4.000 Passagiere-Schiffe. Wenn Sie mit dem kleineren Schiff fahren, wo Sie mit 600, 800, 1.200 Passagieren fahren, werden Sie weiterhin, auch wenn der neue Hafen besteht, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit hier vorbeifahren dürfen. Stehen Sie früh auf, wenn Sie dort ankommen, das Schiff fährt da vielleicht schon um 6 Uhr früh rein und wenn es um 5 und wenn es um 4 Uhr früh da rein fährt, stehen Sie auf dafür. Sie werden es den Rest Ihres Lebens bereuen oder einfach nochmal eine Kreuzfahrt buchen. Das müssen Sie gesehen haben, hier reinzufahren oder am Nachmittag, wenn das Schiff rausfährt, das ist ein kleines bisschen bequemer. Venedig ist also der große Hafen im östlichen Mittelmeer, wo die meisten Kreuzfahrten starten. Es gibt noch ein paar mehr. Triest fährt Costa hin und wieder. Da ist es ein bisschen schwierig hinzukommen, wenn Sie mit dem Auto hinfahren geht. Sie können mit dem Flieger von München nach Triest fliegen, ist relativ teuer. Aber für sich genommen eine sehr, sehr schöne Stadt.
Piräus, also Flughafen Athen, Piräus, der Hafen von Athen, ist ein Hafen, wo einige Reedereien jetzt noch abfahren. Gerade jetzt, nachdem Istanbul von den Routen gestrichen wurde, ist Piräus so ein bisschen auch der Ausweichhafen für die Schiffe, die eigentlich in Istanbul gewesen wären. Aber es ist tatsächlich der große Hauptzusteigehafen, ist Venedig fürs östliche Mittelmeer. Auch hier habe ich Ihnen zwei Beispiele mitgebracht für Häfen und ein paar Tipps. Dubrovnik habe ich vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, ist sicher eine der schönsten Städte, die Sie im Mittelmeer überhaupt finden können, mit der Altstadt, die von einer ganz, ganz dicken Festungsmauer umgeben ist. Sehr klein, sehr eng die Innenstadt, deswegen würde ich Ihnen empfehlen, springen Sie einmal über Ihren Schatten und gehen Sie auf eine kroatische Website, nämlich die auf die Website des Hafens von Dubrovnik, und schauen Sie sich dort die Anlauflisten an. Das klingt schwieriger als es ist. Sie werden die Anlauflisten finden und Sie werden auch das bisschen kroatisch verstehen, um diese Listen zu finden. Wichtig ist, dass Sie, bevor Sie buchen, schauen, welche anderen Schiffe sind an dem Tag im Hafen, wenn ich dort bin. Wenn dort mehr als zwei große Schiffe außer Ihnen sind, fahren Sie nicht hin. An Tagen, wo in Dubrovnik 10.000 Passagiere aussteigen, und diese Tage gibt es im Juni, Juli, manchmal auch noch im August, dann, das ist das Pile-Tor, das nördliche Eingangstor zur Altstadt, dann sieht das wirklich so aus. Sie stehen unter Umständen mal 5 Minuten und warten, bis Sie den nächsten Schritt, ich übertreibe wirklich nicht, an solchen Tagen ist das ganz schlimm. Also schauen Sie wirklich, Dubrovnik ist eine wunderschöne Stadt. Die muss man gesehen haben, wenn man im östlichen Mittelmeer unterwegs ist. Aber an solchen Tagen sehen Sie leider nicht besonders viel davon. Diesen Blick haben Sie, wenn Sie mit der Seilbahn auf den Berg hochfahren. Der Berg ist der, wo die Serben im Krieg standen und die Stadt von oben, ich glaube, 1,5 Jahre lang beschossen haben. Eine sehr unangenehme Erinnerung. Und Sie sehen hier auch auf der langen, breiten Straße und tatsächlich sehen Sie im Boden immer noch die Einschusslöcher und in den Hauswänden. Das Thema ist ja Gott sei Dank erledigt in der Region. Und seitdem ist eine Seilbahn gebaut worden, die tatsächlich von hier unten, Sie sehen hier ganz dünn die Drähte, die hier hochgeht. Und Sie haben von da oben diesen fantastischen Ausblick auf die Stadt. Wenn Sie das machen wollen, gehen Sie vom Schiff ganz früh runter, fahren Sie mit dem Bus ganz schnell dahin, direkt vom Kreuzfahrtterminal hält ein Bus, der dorthin fährt, kostet 1,50 € oder sowas. Weil wenn Sie etwas später hinkommen, dann sind die ganzen Ausflugsbusse da auch. Und die wollen da auch alle hoch, da warten Sie sehr lange. Also fahren Sie dort als erstes hin, dann können Sie da hoch. Die Aussicht lohnt sich wirklich, wenn schönes Wetter, wenn klare Sicht ist. Sie können in Dubrovnik aber auch, das ist die andere Seite, manche Schiffe ankern auf der Seite, das ist der alte Hafen von Dubrovnik, manche ankern auch hier davor. Die meisten liegen aber wirklich auf der anderen Seite der Stadt im Kreuzfahrthafen. Sie können, das ist auch, wenn es nicht zu heiß ist, also das an Tagen, wo es über 30 Grad hat, würde ich das nicht tun, aber Sie können tatsächlich auf dieser gesamten Festungsmauer um die Altstadt von Dubrovnik rum fast komplett einmal außen rumlaufen. Ist ein sehr, sehr schöner Blick von da oben und Sie haben nochmal einen ganz, ganz anderen Einblick in diese ganzen schmalen, engen Gassen, in diese ganzen historischen Gebäude der Altstadt. Ist ein bisschen teurer, ich habe es irgendwie mit 15 € oder sowas in Erinnerung, der Eintritt, um da hochzukommen. Lohnt sich aber allemal, wenn Sie ein bisschen Zeit haben. Da ist Dubrovnik. Und zum Schluss kommen wir noch zu nochmal einem, wie ich finde, absoluten Highlight. Das ist Valletta auf Malta. Sie haben ganz am Anfang schon die Hafeneinfahrt gesehen. Das hier ist eine Kreuzfahrt. Hafen kann man das kaum nennen. Es ist ein großer Hafen hier mit einem Anleger. Von hier aus bisschen Shopping eingebaut, da muss man auch durchlaufen, aber da kann man auch einfach ganz schnell durchlaufen, wenn man sich dafür nicht interessiert. Und dann kommt man ganz schnell wirklich an den Fuß dieser Festungsanlagen von Malta und kann dann mit dem Aufzug hochfahren und steht mitten in der Altstadt. Das ist der Blick, wenn Sie mit dem Schiff nach Valletta reinfahren. Sie sehen also von Ihrer erhöhten Position auf Ihrem Kreuzfahrtschiff, wenn Sie nicht gerade so ein ganz kleines haben, aber wenn Sie auf einem von den großen sind, die vielleicht so 10, 12, 15 Decks haben, und Sie stehen oben auf dem Pooldeck, dann ist das der Blick, den Sie tatsächlich auf die Altstadt von Valletta haben. Sie schauen den Leuten ja ins Schlafzimmer beim Vorbeifahren. Das geht ganz nah vorbei. Was ganz spannend ist auf Malta, ist das Bussystem. Früher mal waren das alte britische Militärbusse, die wunderschön bunt angemalt waren. Das war traumhaft schön und sehr nostalgisch, aber zum damit fahren ein absoluter Albtraum, weil Fahrpläne gab es nicht. Sie wussten nie so genau, wenn sie wohin fahren, ob sie am selben Tag wieder zurückkommen, weil der Bus vielleicht dann einfach nicht mehr kam. Das hat sich in Malta grundlegend geändert. Sie haben ein ganz modernes Bussystem. Das
das ist der Busbahnhof dazu mit modernen klimatisierten Bussen. Und Malta ist tatsächlich so einer von den Orten, wo man selten selber über die Reedereien einen Ausflug buchen muss, sondern dort kann man sich tatsächlich per Bus bewegen. Man muss sich nur vorher den Fahrplan anschauen, dass man eben rechtzeitig wieder auf dem Schiff zurück ist. Aber inzwischen sind die sehr, sehr zuverlässig und funktionieren bestens. Einer der Orte, wo Sie mit dem Bus in ungefähr einer Stunde Fahrzeit hinkommen, der hält unterwegs sehr oft, die Strecke ist nicht so weit, aber es dauert ungefähr eine Stunde, bis Sie nach Masha Shlocks kommen. Der Ortsname sagt schon ein bisschen was über die Geschichte von Malta aus, sehr viele arabische Einflüsse auch mit drin. Wunderschöner alter Fischerhafen. Die Boote werden auch tatsächlich noch zum Fischen benutzt. Das Gewässer um Malta herum ist sehr, sehr sauber. Und am Ufer hier entlang gibt es da auch wunderbare Fischrestaurants. Da lässt man gerne mal auch das noch so gute Essen an Bord, das Mittagessen ausfahren und isst dort einfach ein bisschen. Ja, ich bin so ein bisschen durch die Vorstellung, das heben wir uns für gleich auf, des östlichen Mittelmeers durch. Und ich habe noch ein paar Minuten Zeit, bevor ich Ihnen ganz zum Abschluss noch einen kleinen Film zeigen möchte. Aber den hebe ich mir für Schluss auf. Im Mittelmeer ist eine Sache ziemlich wichtig, und zwar egal, wo Sie da hinfahren. Achten Sie im Kreuzfahrtkatalog darauf, wie lange das Schiff im jeweiligen Hafen liegt. Es gibt Reedereien, bei denen ist das so ein bisschen Masche, dass Sie nach Rom, also nach Civitavecchia fahren, den Hafen von Rom, da brauchen Sie im Zug ungefähr eine Stunde in die Stadt rein. Die fahren nach Rom rein, die legen da um 10 Uhr vormittags an und um 17 Uhr nachmittags wieder ab. Da haben Sie keine Chance, individuell nach Rom zu fahren und zurück, ohne das Risiko eingehen zu gehen, das Schiff zu verpassen. Es gibt aber auch Reedereien, die kommen da um 8 Uhr an und fahren erst am Abend um 8 Uhr wieder oder um 6 Uhr. Dann haben Sie wesentlich mehr Zeit. Und das trifft auf ganz viele Häfen im Mittelmeer zu, wo Sie tatsächlich vorher sich genau schauen sollten, wenn Sie individuelle Ausflüge vorhaben. Wenn Sie über die Reederei die Ausflüge buchen, ist es egal. Aber wenn Sie individuelle Ausflüge buchen, achten Sie darauf, dass die Liegezeiten in den Häfen, wo Sie das tun müssen oder wollen, möglichst lang ist, damit Sie Spielraum haben, hinten raus ein bisschen Puffer haben, wenn irgendwas schief geht, damit Sie das Schiff nicht verpassen. Weil das auch so, gerade im westlichen Mittelmeer durch die langen Fahrstrecken dort eine Eigenschaft ist, die Schiffe warten dort auch nicht auf Sie. Wenn Sie fehlen, fährt das Schiff ohne Sie und das ist ziemlich teuer, mit dem Flieger hinterher zu reisen. Eine Sache habe ich vorhin bei Dubrovnik schon gesagt, ist dort besonders krass, trifft aber auch auf andere kleine Häfen zum Teil auch zu, wenn Sie die Muße vor der Reise haben. Schauen Sie so ein bisschen, wie viele andere Schiffe sind mit Ihnen im Hafen. Je mehr, desto voller wird es vor Ort werden. Deswegen, wenn Sie lieber Orte etwas einsamer für sich allein haben wollen, suchen Sie Tage, an denen weniger los ist. Oder fahren Sie im Winter, wo einfach insgesamt deutlich weniger Schiffe unterwegs sind. So, und jetzt fange ich an, meine Zeit zu überschreiten. Deswegen zeige ich Ihnen jetzt ganz zum Schluss noch den Grund, warum ich finde, dass das Mittelmeer für sich und Kreuzfahrten insgesamt einer der schönsten Dinge ist, die man auf der Welt tun kann. Es ist nämlich die Hafeneinfahrt nach Valletta auf Malta am frühen Morgen, auch bei Mond, dann geht es langsam in den Sonnenaufgang. Sie kriegen so ein bisschen Eindruck davon, in Zeitraffer, sonst wird es ein bisschen lang dauern, weil das Schiff da ziemlich langsam reinfährt. Also in Zeitraffer in 2 Minuten zusammengefasst, was glaube ich in etwa 20 Minuten dauert, die Einfahrt dort. Thank you.
Ja, und die Einblendung am Schluss erinnert mich natürlich daran, dass ich am Anfang völlig vergessen habe zu sagen, wer ich eigentlich bin und wer Ihnen das alles erzählt. Mein Name ist Franz Neumeier, ich bin Reisejournalist, spezialisiert auf Kreuzfahrten, bin also seit ganz vielen Jahren ausschließlich nur noch auf Schiffen unterwegs und schreibe und berichte über Schiffe auf meiner eigenen Website cruisetricks.de, habe auch ein Buch zu dem Thema geschrieben, schreibe für Zeitschriften, Zeitungen. Ja, damit lassen wir es auch gewinnen. Schönen Tag noch. Wenn Sie Fragen zu dem Thema haben, ich bin weiterhin hier auf der Bühne, noch bis Sonntag, jederzeit ansprechbar. Und ja, ansonsten gerne auch über die Website per E-Mail, wenn Sie möchten. Vielen Dank.